Geschwister haben zu mir einen Abstand von 6 Jahren sozusagen die Männerrolle übernommen, wobei mir komischerweise meine Uniform sehr geholfen hat. Die hat Autorität verschafft, dass wir noch in Züge reinkamen oder sowas. Nach dem Abitur ging Karasek in den Westen. Er studierte und schrieb für die Stuttgarter Zeitung und die Zeit in Hamburg und war bis vor 11 Jahren auch Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegel. Er schrieb bis zuletzt Romane, Sachbücher, Essays und Glossen. Karasek konnte in einem Satz Nestroy, Voltaire, Wilhelm Busch und Tucholsky zitieren. Er verströmte Bildung, aber wollte Ernstes und Unterhaltung, E und U, nie trennen. Zuletzt hatte Karasek mit einem Werbespot für Aufsehen gesorgt, indem er einen Möbelkatalog... Bremerhaven, wer hatte damals, 1985, gerade seinen Zivildienst auf der Hallig-Hoge begonnen? Heute ist er dort Leiter der Naturschutzstation Wattenmeer. In der 1-Welle Nordreporterin Cassandra Aden hat ihn und das Wattenmeer besucht. Von der dänischen Grenze im Norden bis zur Elbmündung im Süden reicht der Nationalpark Wattenmeer. Er umfasst die schleswig-holsteinische Küste bis 150 Meter vor dem Festland und somit die nordfriesischen Inseln und Halligen. Der Nationalpark ist Lebensraum für 700 Pflanzen und 2500 Tierarten. Wenn plötzlich hunderte Vögel aufgescheucht werden, weil ein Helikopter über die Hallig fliegt, dann könnte man denken, na und, die landen doch wieder. Aber zu viel Flugverkehr kann lebensbedrohlich für die Tiere sein, erklärt Michael Misch. Die Vögel verbrauchen natürlich auch Energie, wenn sie hochfliegen und sich wieder hinsetzen. Nach 16 Minuten gehen wir fertig. Mal sehen. Dankeschön, Rudi Dautritt. Mehr vom Handball, dann wieder um 21 Uhr in unseren Nachrichten für Schleswig-Holstein. Von Binnenland und Wolkamp hier, der Mittwochabend mit mir heute. Ich bin Jessica Schlage, hab jetzt Musik von Michael Jackson für Sie, danach Maria Mena. Schönen Abend!